Willkommen zurück zu Inside, Folge 9. Wir haben einen Hebel auf Rot gestellt. Aber wir wissen noch nicht genau, was wir hier jetzt tun können. Hier unten gibt es was zum Ziehen. Das öffnet da oben ein Gitter und springt dann wieder rein. Interessant. Okay, und hier oben gibt es auch was zum Ziehen. Das bricht einfach nur ab. Klasse. Oh, da tut sich da was. Tageslicht. Aber für welchen Zweck? Also ich kann da unten aufmachen. Dann müsste aber erstmal was oben drauf stehen. Ich habe irgendwas angeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Wasser will. Ich vermute mal nein. Wohl? Ach, ich schau mal nach. Whoop. Oh, die Strömung ist zu stark. Ich werde hier brutal nach oben gesaugt. Okay, also machen wir hier nochmal aus. Ich nehme an, ich muss schnell runter, wenn ich das anschalte. Das hat ja einen Moment gebraucht. Also an und runter. Und genau ins Zentrum. Und greifen, ja. Okay. Und jetzt kann ich da jetzt hoch mit der Strömung. Alles vibriert hier. Na ja, gut, ich probier's mal. Wow. Wow. Ich bin nackt. Ich brauche meine Kleidung. Ich will mein T-Shirt. Schaut nicht hin. Wie geht? Die sind alle eine große Masse. Oh. Das war nicht so gut. Oh. Oh, ich bin Teil von ihnen. Ich bin es. Warum schaut ihr euch das an? Was seid ihr für Perverse? Was seid ihr für widerliche Leute? Wie kann euch so ein Monstrum so interessieren? Ha! Ja! Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Damit habt ihr nicht gerechnet. Damit hab ich ganz ehrlich auch nicht gerechnet. Hehe, eure Tür kann mich nicht halten.
Kommt, meine Freunde, kommt mit mir. Ja! Ja! Oh ja, werft mich hoch, werft mich hoch. Oh, bitte, 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 werft mich hoch. Ho, ho, ho. Ja! Oh, oh. Die Leute haben Glück, dass ich nur in zwei Dimensionen gehen kann. Sonst könnte ich ihnen in den Gang da hinten folgen. Ist das geil. Und da oben gucken sie nur. Du hast eine Chance wegzugehen. Come on, geh, 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 geh weg. Er wollte nicht, ihr habt es alle gesehen, oder? Er wollte nicht, ich habe ihm die Chance gegeben. Kann ich das abwaschen? Ist ja eklig. Es geht tatsächlich ab, oder? Ist schon sauberer als eben. Naja, okay, besser wird's nicht. Da oben ist ein Knopf. Das hier kann ich auf jeden Fall nicht anheben. Springen kann ich auch nicht. Und hier im Wasser? Ah, das Brett kann ich nehmen. Ah. Kann ich das jetzt hier? Ja. Ja, ja, cool. Hunde? Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich mache euch platt, bleibt mir vom Leib. Okay, vielleicht muss ich die Hunde irgendwie bringen, da drauf zu gehen. Dazu bringen, da drauf zu gehen. Oder ich nehme meinen Holzbalken. Schnell, schnell. Ja. Das war einfach.
Quatsch. Oh, ich bin kleiner geworden, glaube ich. Kann ich hier ziehen? Nein, ich kann nicht ziehen. Ich habe ein paar Körperteile verloren. Ist das eine Leiter? Ach nee. Da versucht man abzuhauen. Unglaublich. Versuch's nochmal, mein Kleiner. Versuch's nochmal. Ja, tipp den Code. Tipp den Code. Und hau ab, ja. Oh, sehr nett von dir, sehr nett von dir. Ob ich da durchpasse? Oh ja, oh ja, oh. So, hier ist eine Tür. Nein. Was ist denn da? Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Ach nee, guck mal, das geht. Ich kann hier werfen. Upp. Ich weiß noch nicht, wo ich da hinwerfe. Nimm das Ding erstmal mit. Kuckuck. Ja. Ah. Mal gucken, ob ich diese Kiste noch brauchen kann. Oh, will ich hier selbst noch begehen? Ich probiere das mal kurz, ob ich da rein kann. Die Antwort ist nein, ich kann nicht. Ach, die Sprinkler sind angegangen. Na, sieh mal einer an. Füllt sich dann der Raum langsam mit Wasser? Oder hat das auch hier drüben eine Auswirkung gehabt? Ich vermute jetzt einfach mal, ich muss die brennende Kiste über die Sprinkler hinüber hier rüber bringen. Denn die ist nicht kaputt gegangen. Und ich kann ja theoretisch hier drüber werfen, oder? Ja, ja. Dann müsste ich auch auf der anderen Seite wieder fangen. Oh, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Also hier so, hopp. Und fangen. Ja, sehr gut. Gutes Team. Und noch einmal. Nicht zu nah ran. Und hopp. Und fangen. Ja. Hohoho. Im ersten Versuch. Sehr gut. Und jetzt werfen wir es da oben rein. Da ist ja auch ein leicht entflammbares Schild, wenn ich das hier so sehe. Ein eindeutiger Hinweis. Hey! Wieder ein Puzzle gelöst. So gefällt mir das. Ich merke doch gleich, wenn ich hier was bewegen kann. War da eigentlich was hinten dran? Muss ich einmal schnell überprüfen.
Nee, nur eine Wand, oder? Ah. So ein Mini-Raum, okay. Aber kein Secret. So, ich meine, hier ist eine eindeutige Markierung im Boden. Habt ihr keine Angst? Solltet ihr nämlich. Die sind ja echt gechillt da oben. Ja, ich muss das von hinten ranschieben, damit ich richtig hochkomme. So. Das ist aber auch echt geil gemacht. Ach so, ein Ding. Na, guck mal. Wankt. Ja. Danke. Cool. Hey, geil. Ach nee. Ach nee, jetzt geht's wieder zu. Mal nochmal. Komm, du bist doch ein netter Wissenschaftler. Du willst doch wissen, was passiert. Ich muss früher an die Tür. Also jetzt schon werfen. Und dann einfach durch. Ja. Cool. Echt nett. Oh. Verarsch mich nicht. Boah. Und dort ist eine Klappe im Boden. Als ob die nicht gleich aufgehen würde. Zeige ich doch. Schwimmen kann ich aber auch. Konnte ich schon immer. Komme ich hier durch? Ist das ein Loch im Boden? Sieht aus wie so eine Lücke, aber ich komme wohl nicht durch. Nie. Ah. Das hier lässt sich entfernen. Aha. So geht es also. Dann nach oben. Wie immer einmal kurz hinten vorbeischauen. Nur für den Fall. Also nichts, was ich ziehen kann. Okay. Aber wenn ich noch springen könnte mit dem Viech, das wäre echt lustig. Aber dafür reichen die kleinen Beinchen nicht.
gemein. Ich war zu schwer. Nochmal mit Anlauf. Oh, oh, das tut weh. Oh. Oh. Aber endlich frei. Endlich frei. Bin ich tot? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Keine meiner Tasten tut etwas. Links, rechts, oben, unten. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade. Hallo? Soll das so sein? Ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein paar Meter weiter rollen sollen eigentlich. Oh, doch, die Credits. Okay. Das war interessant, um es mal so auszudrücken. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob die uns eine Botschaft senden wollten, uns irgendwas damit sagen. Es war auf jeden Fall spaßig, es war auch sehr kurzweilig. Aber ich hatte doch noch, als ich das Spiel angefangen habe, gehofft, es hätte etwas mehr Story. Naja, ihr könnt ja mal sagen, wie es euch gefallen hat. Und mal gucken, ob ich in nächster Zeit noch was weiteres spiele. Ich habe ein Spiel schon angefangen aufzunehmen und dann doch wieder fallen lassen, weil vielleicht werde ich das weitermachen. Mal schauen. Einfach mal schauen, wie sich die Zeit ergibt bei mir. Jetzt bin ich ja gespannt, ob nach den Credits noch eine Szene kommt. Ah ja, gemacht mit Unity. Natürlich. So, die Credits sind vorbei, es wird ausgeblendet. Ich denke, das war's. Denn jetzt sind wir wieder am Anfang des Spiels. Ob jetzt was anderes anders ist? Ich denke mal nicht. Ich könnte jetzt noch gucken, wo ich Achievements verpasst habe, aber das zu finden ist wahrscheinlich auch eher schwer. Gut, das war's dann also. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.